Servus ihr Lieben, Christian Schimmer hier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Sprungpsychologe und so weiter und so fort. Dies ist mein Newsletter rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das gute Laune-Thema, kann ich meinen Liebeskummer endgültig loswerden? Also, ich kann euch nur sagen, ich kenne diesen ätzenden, toxischen Liebeskummer. Ich weiß, wie scheiße sich das anfühlt. Und habe das diverse Mal in meinem Leben gehabt. Und kann aber sagen, mit den Maßnahmen, die ich für mich getroffen habe, die auch in all meinen Kursen drin sind. Übrigens, bevor ich es vergesse, ja, es gibt die Black Friday-Aktion auf Liebeship bis Sonntagabend, 24 Uhr. 25% auf alle Kurse außer Tiernahrung, Spaß, alles rund um Bindungsangst, Verlustangst, Sessions, Veranstaltungen, Ego-Kurse, nice, geiles Leben, alles dabei. Gut, haben wir das schon mal erledigt. Mit den neuen Sachen, die ich da auch in meinen Kursen habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das immer besser wurde. Natürlich auch, indem man sich einfach raushält aus toxischen Beziehungen und dann halt nicht mehr in solche Situationen kommt, wo es dieses Heiß-Kalt-Spiel gibt, diese intermittierende Verstärkung. Ich spreche es jetzt nicht nur an, weil ich nicht in jedem Video immer alles sagen will. Macht einfach die Kurse, fangt bei 0 an, Modul Liebeskummer oder bei 1, Umprogrammierung des Liebeschips. Und ja, man kann sich daraus arbeiten und ich will einfach nur noch mal so ein paar Steps da sagen. Das ist einmal natürlich der Step, dass man sein Selbstbewusstsein erhöht. Ne? Klar, also Selbstbewusstsein erhöhen hat übrigens manchmal weniger mit Glaubenssätzen zu tun, als man denkt, sondern indem man Handlungen macht, die ein hohes Selbstbewusstsein haben, indem man sich einfach zwingt, sich zu benehmen wie jemand, der ein hohes Selbstbewusstsein hat und dann merkt, hey, das funktioniert ja. Selbstbewusstsein ist tatsächlich eine Sache, die viel über Handlungen vermittelt wird. So. Und ja, dann ist auch so ein Klassiker, nice, geiles Leben, also andere Lebensbereiche interessanter machen, geile Arbeit haben, also daran Energie reingeben, geile Hobbys, geile Freunde, wenn du keine geilen Freunde hast, geil für dich alleine leben, sag ich mal, bestmöglichst. All das macht dich nicht mehr so abhängig von Beziehungen und ja, macht einen eventuellen Liebeskummer weniger. Dann haben wir Trennungskompetenz. Also sobald du merkst, jemand macht Bullshit mit dir, du gehst raus. Ne? Das kann man alles üben. Trennungskompetenz. Mit diesen Shitlisten arbeiten im Modul 0. Ne? Sich mal wieder klar machen, warum bin ich aus der Beziehung raus. Es gibt keinen Grund, meinen Ex-Partner auf den Podest zu stellen. Ne? Auch wenn wir niemand hier niedermachen wollen, jeder geht seinen Weg. Aber sorry, das ist nicht mehr meine Schwingungsebene. Klar machen, dass es 4 Milliarden oder wenn du bisexuell bist, 8 Milliarden. Naja, nicht ganz, aber wisst ihr, was ich meine? Andere Partner gibt. Und ja, also da ist eine weite Welt da draußen. Und die kannst, weiß nicht, es gibt so viele Möglichkeiten für dich so, ne? Und ich merke das manchmal, wenn ich so Liebeskummer-E-Mails vorlese, dass ich wirklich mittlerweile das, also ich will es nicht sagen, dass das nicht mal wieder kommen kann, weil dann wüsste ich halt auch, was zu tun ist. So, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so wiederkommt, wie ich das hatte. Aber ich kann mir Stand jetzt wirklich nicht, habe wirklich enorme Mühe, mich da überhaupt reinzudenken, wie das eigentlich mal war, so, ne? Also ich muss mir da richtig, ich kann das gar nicht so ohne weiteres mehr abrufen irgendwie. Klar, jetzt sind natürlich andere Themen bei mir dran, aber da könnt ihr auch hinkommen. Ich meine, ihr seid ja keine anderen Menschen als ich und ja, ne? Also lasst euch da nicht unterkriegen und geht den Weg und dann werdet ihr auch die Früchte ernten. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.